Hallo und herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Ich habe mir heute Verstärkung geholt aus dem Hause Monitor Audio. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Denn es geht heute um zwei Serien von Monitor Audio, nämlich die Bronze und die Silver. Denn ihr fragt uns immer wieder, gerade Leute, die keinen Heimkinoraum in der Nähe haben, vielleicht lohnt sich denn der Aufpreis von Bronze nach Silver? Hört man einen Unterschied? Ist es nur für uns Spezialisten hörbar oder kann das jeder? Bitte Jens, kläre auf. Sehr gerne, nicht lieber als das. Also die Bronze-Serie ist ein solider Einstieg. Die Silver-Serie ist aber ein deutliches Upgrade. Also ich glaube, was man sofort erkennt, ist die Verarbeitung und die Oberflächen. Ja, also das sticht ins Auge. Ein toller Lautsprecher. Genau, also es ist schon deutlich mehr Möbel als reiner Lautsprecher. Was aber die allermeisten von uns interessieren dürfte, ist, wie klingt's? Und da hast du in der Silver-Serie nochmal deutlich mehr Auflösung, deutlich mehr Brillanz im Hochtonbereich. Du hast mehr Charme, du hast mehr Auflösung, du hast eine höhere Natürlichkeit im Stimmbereich. Und was ich tatsächlich auch für sehr wichtig halte, du hast mehr Druck und mehr Struktur, mehr Tiefgang im Bassbereich. Mhm. Also du hast überall, an allen Frequenzbereichen, von allem noch mehr Akkuratesse, mehr Präzision, mehr Natürlichkeit einfach. Und das liegt vor allem wahrscheinlich am verbauten Material? Ja, genau das ist das. Also beide Lautsprecher setzen auf CKAM, also keramisiertes Aluminium-Magnesium, also das, was uns hier so freundlich Silber beziehungsweise oben im Hochtonbereich, was uns so golden anlächelt. Mhm. Der wesentliche Unterschied ist allerdings die Materialzusammensetzung an sich. Also das Verwendete, die Menge und Masse an Material und was man hier so sieht, diese Einprägungen. Viele glauben, das ist nur Optik. Ganz so ist es nicht, ganz im Gegenteil. Diese Einprägungen sorgen in der Silver-Serie dafür, dass das Chassis in sich durch diese Faltung nochmal deutlich fester, deutlich stabiler und steifer in sich ist. Und damit eben fester und deutlich verzerrungsärmer einfach spielt. Also dadurch erreichen wir diese höheren Pegel und bleiben sauber. Ja, ist auch da mehr Detailfreude im Mittelton und mehr Struktur im Bass zu erwarten, denke ich. Ja. Und das hilft uns aber wahrscheinlich nicht nur beim Musikhören, sondern vor allem auch im Heimkino, denke ich. Ja, genau das. Also du hast die festeren, du hast die verzerrungsfreien Membranen. Und was noch eine Rolle spielt dabei, gerade im Heimkinobereich, größere Schwingspulen. Mhm. Das heißt, dadurch, dass die Chassis schwerer sind, brauchen die mehr Schub, brauchen die ein bisschen mehr Strom. Und die größeren Schwingspulen tun genau das. Die können also auch diese größeren, schwereren Chassis super antreiben. Und sie können weiter auslenken und sind wesentlich belastbarer. Also wenn du dann einen Film hast, irgendetwas explodiert, Flugzeug fliegt durch den Raum, ein Auto durchbricht eine Wand oder sowas, hiermit wird das deutlich realistischer, deutlich eher spürbar. Auch die Kontrolle für den Verstärker ist ja durch die hochwertigere Chassisstruktur und auch der Schwingspule dahinter leichter zu kontrollieren. Ja. Das heißt, es steigt ja auch klar die Räumlichkeit, würde ich sagen, oder? Ja. Die räumliche Darstellung wird doch deutlich präziser. Ja. Ja. Also, ich würde sagen, das ist aber nicht nur für uns als Leute, die damit jeden Tag arbeiten, hörbar, sondern jeder, der sich hinsetzt, kann doch da einen klaren Unterschied wahrnehmen. Du hast es sofort. Das ist halt genau das, ob mit Musik oder bei Filmen, der Unterschied ist sofort nachvollziehbar. Bronze ist ein toller Lautsprecher, Silver-Serie ist aber ein deutliches Upgrade dazu. Und das muss man aber nicht unbedingt dann auch gleich am Verstärker zusätzlich ausgeben. Das kann man auch mit einem ähnlichen Klasseverstärker betreiben, oder? Genau. Beide haben einen ungefähr gleichen Wirkungsgrad. Das heißt, du brauchst also jetzt hier kein Verstärker-Monster, sondern einen Verstärker, der sich für die Bronze-Serie eignet. Ein kleiner Denon, kleiner Yamaha beispielsweise, spielt genauso hervorragend mit der Silver-Serie zusammen. Vielen Dank, Jens, für die Informationen. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Und wer sich für eine Bronze interessiert, sollte also auf jeden Fall mal in die Silver reinhören und wir laden euch wirklich ganz herzlich ein zum Probehören in einem unserer Heimkinoräume. Da könnt ihr das vor Ort 1:1 vergleichen, um den Mehrwert der Silver selber zu erleben. Bis dahin, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao und Servus.